doch auch. Vielleicht ist Joseph Seed quasi unser... Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. No. Landen die da gerade? Ja, heute habe ich mal wieder vor, Missionen zu machen. Das heißt, mir... Ich habe auch die Steuerung ein bisschen umgelegt. Was mir leichter fällt. Ich habe rausgefunden... Also ich habe nachgeguckt wegen der... sorry, ich bin ein bisschen schnell unterwegs. Maus. Ich wollte wieder zu Fall's End. Und wollte jetzt hier erstmal weitermachen. Ich muss einmal noch mit Pastor Joan reden und ich glaube, ich soll den Widmen machen. Irgendwie sowas sollte ich holen. Deswegen würde ich sagen, wir machen das jetzt so. Und ich werde, wenn ich unterwegs irgendwas finde, also im Außenposten oder sowas, wenn ich eh unterwegs bin, dann werde ich den natürlich mitnehmen. Ansonsten mache ich jetzt mal wieder ein paar Folgen. Einfach nur Missionen. Die letzten paar Folgen sind genug rumgeeiert. In der gestrigen Aufnahme war ich bisschen schlimmer erkältet als heute. Bei uns ist alles gut. Ah, da liegt auch schon ein Weilchen für mich rum. Also reden wir erstmal. Ja, danke bitte. Ich bin beim Pastor. Und wie viele Punkte haben wir eigentlich? 3 Punkte. Was will ich denn als nächstes? Ich denke mal, hier kommt noch ein Waffenslot. Ich habe noch einen Platz frei. Trage mir normale Pfeile, Brandpfeile, Sprengpfeile mit dir und funktioniert auch in der Arcade. Okay. Ich würde gern das da haben. Aber der doppelt so viele bisher von Tieren und Pflanzen. Da muss ich nicht so viel jagen, krieg trotzdem irgendwie Geld. Gesundheitsboost. Also erst das und das. Also brauche ich 14 Punkte insgesamt. Sag mal, den Hund. Kann ich den hier irgendwo wieder aktivieren? Shop-Produkte, ja. Helfer. Erwerbt den Vorteil Führerschaft, um den zweiten Teamplatz freizuschalten. Ich hab Boomer wieder! Ja, Boomer ist wieder da. Wie geil. Ich dachte schon, er wäre tot. Oh, komm her, komm her, komm her. Halt. Halt. Er will gerade nicht. Oh, schön. Ich dachte schon, er wäre tot. Oh, ein Zettelchen. Ich werde weiterlesen. Parfümierter Brief. Es tut mir leid, dass es so schwer fällt, alles hinter mir zu lassen. Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Es ist schwer, wenn ich von dir höre. Noch viel schwerer, wenn ich es... Wenn nicht. Es kommt mir so, als würde ich mir einen Tag warten, den ich dir wiedersehe. Aber was dann? Es wäre wieder alles beim Alten. Ich will wirklich, dass alles okay ist. Ich habe nur keine Ahnung, wie das für aussehen konnte. Und ich erwarte auch nicht, dass du weißt. Ich weiß nur, dass hier zwischen uns keine Liebe ist und dass er aufhören muss. Joy. Kann ich wieder bei Casey essen, ohne angeschossen zu werden? Ich zwinge niemanden zu beten. Aber ich sag dir, es hilft. Ah, der lebt noch, okay. Beten ist eine persönliche Entscheidung. Genau wie heilen. Danke für all dein... Gutes Timing, Deputy. Wir müssen reden. Ja, müssen wir. Moment. Selbst in der dunkelsten Stunde gibt es noch einen Licht. Ich habe ja den Schiefern, also mache ich das auch. Ab und zu mache ich mal Pause und genieße die Aussicht. Da gibt's um. Immer wenn ich nervös werde, zähle ich bis 100. Warum? Also gut, reden wir. Was gibt's? Ich danke dem Herrn jeden Tag, dass er dich und mich zusammengeführt hat. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Wir brauchen dich. Wie du sehen kannst, sorgt John Seed dafür, dass viele Menschen leiden. Ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Aber das heißt, dass es immer schwerer für mich wird, Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Woodson Schweinefarm vorbei. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren.
Nee, ich will erst. Wieder sicher nach Falls End. Also ich mache ich auch, kann ich gleich als nächstes machen, aber ich will zuerst mit. Ich glaube, mit ihr muss ich reden. Ich habe mich schon mal hier in der Garage umgeguckt. Jetzt kann ich endlich wieder zu Hause ängstlich sein, statt draußen in der Wildnis. Gut. Plündern. Oh, was liegt da? Notiz des Mechanikers. Wir stellen die Arbeit ein. Keine Reparaturen mehr. Nicht mal mehr für den Ölwechsel. John war an diesen Auserwählten hier. Macht keine Sorgen um eure Jobs. Keiner wird deswegen gefeuert. Ich zahle dir in der Zwischenzeit, was ich kann. Hauptsache, ihr seid sicher. Wenn ihr hier in der Werkstatt sicher seid, in Ordnung. Und wenn ihr nach Hause sicher seid, dann ist das auch okay. Kommt bloß nicht vorbei und wenn ihr euch auch verpflichtet fühlt hier, geht es irgendwo, irgendwas vor sich. Oh, ich hab was geguckt. Achso. Das Waffenrad. Wo hab ich das jetzt hingegangen? Ah, das Waffenrad habe ich nicht verändert. Kann ich hier irgendwie Bastionsschirm mit dem Fahrzeugzünder herstellen? Hier geht das nicht. Muss ich da irgendwie eine Werkstatt? Eine Werkbank? Gibt's sowas? Seit wir Falls End zurück haben, fühlt sich alles viel normaler an. Bin ich in der Hocke? Nö. Warum bin ich denn so klein? Oder geht's aufs Dach? Uah! Oh! Leicht verdientes Geld, ne? Was war das? Silberbahnen sind in alle Außenposten und anderen Orten in Hauptcounty versteckt. Nutze Silberbahnen, um Prestigewaffen, Fahrzeuge, Kleidung und Skins in jedem Geschäft der Spielwelt zu kaufen. Du kannst Silberbahnen auch im Shop, okay? Dann muss ich mich besser umsehen, ne? 40 Silberbahnen, sehr cool. Wo lesen? Der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so viele Bliss versetzen. Ja, das haben wir schon mal irgendwo gelesen. Schicker PC. Jetzt kann ich endlich wieder zu Hause ängstlich sein, statt draußen in der Luft. Mit einer sehr schicken Auflösung. So, okay. Dann war ich hier auch mal hier oben. Yeah! Oh, mir fehlt das Abräumen. So, ich muss mal mit ihr reden hier. Du hast eine ganz schöne Show hingelegt. Ja. Du hast vielleicht Nerven, so in die Stadt zu marschieren. Die meisten werfen nur einen Blick auf Edelgate und wenden sich ab. Die anderen lernen eine harte Lektion. Mein Dad war einer der Ersten, der sich gegen sie stellte. Jedes Mal, wenn Peggys kamen und Streit gesucht haben, sprang Dad in seinen Truck und hat sie aus der Stadt gejagt. Er liebte diesen Truck. Er nannte ihn Witwenmacher. Und diese Wichser haben ihn eine Woche vor seinem Tod gestohlen. Scheiße. Willst du die Sekte richtig sauer machen? Ja. Dann hol mir den Witwenmacher zurück. Mach ich. Sag der Sekte, dass wir nicht so leicht einknicken. Und gib den Leuten hier einen Grund zum Feiern. Er wird okay. Bei einem Getreideheber östlich von hier scharf bewacht. Aber ich glaube, du bist für den Job bestens geeignet. Ja, das würde ich jetzt wirklich gerne machen. Was war das hier gerade? Dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Probier's aus! In dem Spiel kannst du deine eigenen Level erreichen. So, wo muss ich hin? Kommen wir mal auf die Map. Nebenmission. Todeswunsch. Da gibt es ein cooles Fahrzeug. Madame muss von Anfang an, das ja okay. Ich muss hier hin. Okay, was ist das da? Ein Konvoi kann ich noch nicht machen. Habe ich irgendwo einen Schnellreisepunkt? Habe ich auch nicht. Okay. Dann brauche ich ein unauffälliges Fahrzeug. Da ist ein, was auch immer das ist. 10%, irgendwas mit
fuck you. Ja, ja. Sind sehr nette und freundliche Menschen. Boah, mehr Energie, das hole ich mir auf jeden Fall. Lalalala. Okay, los geht's. Also jagen werde ich trotzdem noch immer zwischendrin. Keine Frage. Das ist Ehrensache, dass ich jagen werde. Lalalala. Was ist da drüben? Ich will da. Was? Was ist das da hier? Ich hau ab. Warum lenkt sich das Fahrzeug? Ah, jetzt will er nicht lenken. Was ist denn los? Jetzt geht's. Manchmal. Ich vergesse. Ich muss es ja so lenken. Irgendwas. Läuft hier nicht ansatzweise gut. Du bist mir egal. Ich brauche ein Auto. Das Ding ist ja kacke. Ich wollte den Außenposten hier wollte ich mir angucken. Ich mein Flugzeug klauen sollen. Aber jetzt keine Zeit. Das Silo da oben werde ich mir holen. Ja. Eigentlich will ich bloß ein anderes Auto. Aber das können wir vielleicht noch ein Silo angucken, wenn ich jetzt nicht mehr, wenn ich noch wüsste, wo. Ich hab geparkt. Alles gut. Hier ist keiner? Ernsthaft? Panzer Sprengstoff? Annäherungssprengstoff. Okay, die fahren eine Patrouille. Okay. Boah, was hab ich das jetzt gelegt? F? Ja, ja, ja.
Registrierkasse und irgendwas. Ja. Falls die Sekte auftaucht, will sie, dass sie ihr verschwindet. Versteht ihr? Bringt nichts, sie zurückzuschlagen zu wollen. Ihr seid nicht ausgebildet. Es ist nur ein Laden. Ich will wirklich keine von euch in den Arschlöcher verlieren. Also, wenn die Kultisten auftauchen, dann lauft. Das ist der Befehl. Red. Oh. Mal kurz aufs Dach gucken. Dann nehme ich mir das Sportauto hin und fahre weiter. Ehrensache, oder? Ja, ja, ja. Oh, da habe ich jetzt auch tummelig. Das sieht ja schick aus. Kriegt er eine Banane? Okay, ein Adler. Kralle. Bulle! Tut mir leid, ich wollte. Ich konnte nicht widerstehen, ich geb's offen zu. Boah, Alter. Geiles Fahrzeug. Okay, jetzt aber Hauptmission. Ich fahr da jetzt mal hin und hol mir diesen Truck. Das war eher Sache, das musste einfach sein. Verrückter. Geht mal checken, was da los war. Er war eben noch da. Alles Fleisch geht unter, das auf Erden kriegt. Warum wehrst du dich überhaupt, ha? Okay, Buber. Kein Killer verschwindet so einfach. Buber? Verfluchter Köter! Hehe. Sauber, Boomer. Wo liegt denn jetzt die Ader? Fährt dieses Auto noch? Dann nehme ich das. Ehrensache. Nur ein bisschen auffällig, ne? Puff. Was geht denn jetzt ab? Und erst das Ding da. Okay, Deputy. Die Sekte hält den Witwenmacher beim Getreideheber versteckt. Du wirst da bestimmt auf Peggys treffen, also sei vorsichtig. Ja.
So, Mission, ich freue mich. Nachladen. Ein gutes Schussfeld. Ich wechsle mal die Seite. Und auch die Straße, versteht sich. Okay. Zwei Fritzen. Hinten ist niemand. Okay, das dürfte gehen. Komm zurück. Komm. Wow. Ja, ja, langsam, langsam, langsam. Hund. Hund. Oh. Wie geil. Ah, okay, du bist also der Widmermacher. Jetzt kann ich mir erstmal hier umgucken. Geld ist Geld. Ich komme hier nicht aufs Dach. Das war nicht mein erster Gedanke. Okay. Wenn ich das da drücke, geht wohl das Garagentor auf. Okay. Komm zurück. So, Boomer, schnapp dir den da. Oh, Boomer liegt, oder? Ich muss mich gleich um Boomer kümmern. Wow. Hey, das macht Spaß.
muss weg. Position wechseln, so macht es ein richtig. Also ich glaube zumindest, dass es so ein Scharfschütze macht. Heißt dann ausschalten, Position wechseln, nächsten ausschalten. Komme ich hier nirgendwo drüber? Scheiße. Ich hole es mir, Sünder! Wow. Der eine hält mehr aus. Boah, Alter. Was? Key. Von welcher Seite willst du anlaufen? Ich will von hinten ran. Scheiße. Das klingt verdächtig. Erledigt. Yeah. Hier ist der Schlüssel, hm? Hätte ich gar nicht knacken müssen. Alter, wirklich Spaß, wirklich Spaß. So, und dann gucken wir uns hier mal um. Was ist denn das da? Uh-huh. Wenn du das liest, ein Peggy bist, dann habe ich dich im Visier. Wenn du beim Widerstand bist, dann komm hoch und triff mich auf den Getreideheber. Ich habe ein paar Sachen und gegen die Sekte einsetzen kannst, aber pass hoch, komm auf, wo du hintrittst. Ich habe viele kleine Freunde, die nicht gestört werden wollen. Stock, also Granaten? Boah, nee. Ich muss mal ganz kurz. Es tut mir leid, ich habe den Hund nicht beschützen können. Es tut mir echt leid. Ach, hier kann ich die Mission auch. Okay. So, also. Da muss ich rein, da geht's hoch. Okay. Habe ich doch ganz. Also, ihr habt mich nicht entdeckt. Ne? Fand ich ganz schnicke hier. Oh. Huch. Alt. Voll? So, dann machen wir mal. Was? Wespen? Hornissen? Fliegen, weil hier alles tot ist? Ach du Kacke. Wie soll ich jetzt oben drüber? Oh. Ich könnte eine mit dem Molly, dann würden sie verbrennen. Habe ich eine Molly?
Hat das funktioniert? Außer, dass ich selber jetzt gebrannt habe. Lalalalalalala. Statt, dass man Schlösserkarten nicht skillen kann. Hallo. 250. Finde ich schön. Okay. Kischt. Aber kann ich jetzt eigentlich mal die selber bauen? Ach. 4 von 9, alles klar. Warum? Ach, gedrückt halten. Ah, habe ich schon 3 von 3. Auch. Hä? Ach so. Moment. Wie geil. So, wo geht's weiter? Oh. Kann atmen, wenn ich sehe. Ja, ich bin sehr elegant gerannt, ne? Also das Versteck hole ich mir dann in der Folge. In der nächste klauen wir dann den Truck. Ach da, okay. Die Lichtverhältnisse bleiben sich kurz. Ich hab vergessen zu rennen. Alter. Da ist es! Howdy! Ja, Vorteilspunkte oder so. Wow, Alter, das kommt ordentlich Geld. 3 Vorteilspunkte. Was ist das da? Abfallende Messer. Wie viel haben wir denn jetzt? 6. Ja, dann hole ich mir erst die Energie und danach mehr Tier heute, okay? Was ist denn das da? Tage mehr Gewehr und Kaliber 15mm funktioniert auch in der... Okay, cool. Dschungelkönig, Tierangriffversion, oh cool. Der Schweißbrenner. Fernzündet, Annäherungsbestrich und Molotov, guckt jetzt Robo, Malft und Abkriegsschule können in Läden erworben werden. Ja. Ich kann sie ja herstellen, das ist ja ganz cool so. Ach ja. Mehr Energie! Yeah! So!